Ah, na gut. Hier ist Mia. Ich habe ein paar nützliche Infos über die Cops. Du kannst sie abschütteln, indem du dich an bestimmten Orten versteckst. Du musst nur aufpassen, dass du aus der Sichtlinie verschwindest. Diese Orte sind überall verteilt. Halt die Augen danach offen. Und wie wär's jetzt mit Sex? Ah, diese Frau. Perfekt eingepackt. So, Gesamtkopfgeld haben wir noch gar nicht. Aber erreichte Meilensteine haben wir schon. Gut, dann machen wir mal kurz sofort zurück zum Unterschlupfi. Speichern, weiter. Blacklist 15, Kopfgeld. Da könnte man, nee, fahren wir lang hin. Sind ja immer noch erst Stufe 1. Vielleicht können wir es gleich machen, damit wir Stufe 2 sind, dann erstmal abschütteln, weil wenn man bei Stufe 2 neu anfängt, dann bekommt man, finde ich, mehr Kopfgeld. Ja, jetzt sind wir Stufe 2, gut. Dann machen wir mal kurz... Oh, der dreht sich so bescheuert, das glaubt ihr gar nicht. So, du musst mal kurz kommen in deine eigene Base und musst deinen eigenen Fahnenmasten umfahren. Tschüss, Kikowski. Was? Ah, du bist ja auch so ein Vogel, ja. So. Hier irgendwo ein Gegner? Nee. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen, da irgendwo. In Richtung Westen, am Diamond Park vorbei. Wir werden alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung absperren. Nee, noch keiner. Immer noch keiner. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach in den Unterschlupf gehen. Will ich aber noch nicht. Natürlich. Die amerikanische Technik damals ist schrecklich. Oh, da vorne ist er noch. Ah, der ist direkt vor uns. Aber da passt alles. Wunderbar. B. Kopfgeld. Jetzt können wir es neu probieren. Und jetzt sind wir gleich bei Stufe 2 und dann... Er gibt sich da gleich mehr. Oh, ich hänge hier gerade ein bisschen fest an den Ton. Nein, das kann nicht sein. Nein! Das ist mir noch nie passiert. Ach du heilige Scheiße. Verdammt. Wenn du erwischt wirst, musst du für Verstöße bezahlen. Zahle die Geldsumme oder benutze einen Entlassungsschein für den Knast. Diesem Schein den Schulden auf Warnung. Hier gegen die Wagen erhalten, bla. Wenn du nicht genug Geld oder das richtige Symbol hast, konfisziert die Polizei deinen Wagen. Ja. Gut. Tschüss. Laden. Ja. So, dann müssen wir doch mal neu mit Stufe 2 anfangen. So. Nee, oder? Das ist echt ein Witz. Seit wann kann ich denn hier anhängen hier? Aha, dann nehme ich jetzt dann da so rüber und dann komme ich da nicht mehr raus. Mein Wagen wurde gehauen. Nehme Verfolgung auf. Ich höre dich, komm. Er ist von mir umgekehrt und fährt in Ja, ich warte auch nur, bis Stufe 2 da ist. Schickt mir Verstärkung auf. Den müssen wir kriegen, bevor jemand zu Schaden kommt. Okay, Roger, 22. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Nee, ganz schlecht bin ich hier die ganze Zeit im Kreis vor. Mach mich auf den Weg. 1059, bei der nächsten Gelegenheit ist alle Fälle. Zentrale, könnt ihr Einheiten für eine Routine 1073 rausschicken? Negativ. Oder? Oh, zu weit fortfahren. 1010, sind immer noch auf Code 3. Oh, zu wenig Nuss. 1025, Einheit auf Oh, du Vollidiot. Wir brauchen mehr Verstärkung. Nehmen Verfolgung auf. So, jetzt sind wir quasi Stufe 2.
Natürlich. Sonst noch Wünsche? Zentrale, was macht die Straßensperre? Oh, na gut, das haben wir noch bekommen. Also jetzt haben wir gleich schon die Vieh hier, das wollte ich eigentlich auch nicht. Wir sind an dem Verdächtigen dran. Naja, gut. Mann, ist der schnell. Oh. Wir sehen euch, 1073. Ja, da geht noch einer. Er ist durch die Schwarzen. Ja, unfassbar. Zentrale, 1033. 1033, schickt mir alles, was ihr habt. Und noch einer. Wunderbar. Oh, der eine will uns von hinten bedrängen, so wie es aussieht. Ach, auf die Seite. Gut, dann nochmal. Ich kümmere mich um den 1087 Notruf. Ich bin auf Code 3. Wunderbar. Und dann nochmal von unten. Da muss man rausholen, was geht. Oh. Los, 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 los. Nein. Jetzt muss ich dann doch mal ein bisschen was anderes machen. Ah, mit so wenig Noss hier, da geht fast gar nichts. Aber den will ich jetzt noch gerne haben. Sehr schön. Jawohl. Ja, what the fuck, ey, leck mich da am Arsch. Und der hat sich abgeschossen. So, ja, aber jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Kopfgeld verdient. Autsch. Ja, ich mach ganz schön Ärger. Nein, ich wollte dich eigentlich abdrängen. So war das auch nicht geplant. Zurzeit ist es ein bisschen nervig hier. Ich komme nicht so richtig in Fahrt, möchte ich mal sagen. Nehmen wir mal kurz den Golfplatz. Golf Green Golf Club. Und hinten wieder auf den Highway. Das ist die nicht ganz so bequeme Abkürzung. Ja, dafür habt ihr davon wieder eine erfolgreiche Straßensperre aufgebaut. Schauen wir mal, vielleicht können wir gleich zwei nehmen. Ja, 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 verdammt, nicht ganz. Ja, natürlich. Gut. Dann probier's mal. Verfolgung beteiligten Einsatzkräfte. Verdächtiges Fahrzeug wurde. Gut, dass das eine Auto von mir weggefahren ist. Einsatzleitung bestätigt Absperrung des Sektors. Übermittlung der Zielposition über das GPS. Aktuell. Na wunderbar. Yeah, schon wieder. Vic ist dran. Das ist der Trottel, von dem ich dir erzählt habe. Razors Prügelknabe. Er hat dich herausgefordert. Streich ihn also von der Blacklist. Das sollte Razor und seinen Leuten eine Lehre sein. Ich unterstütze dich, bis du es geschafft hast. Wisst ihr, was mich mir gerade wundert? Weil er hat ja gesagt, er hat dich herausgefordert. Ich meine, warum fordert er mich denn überhaupt heraus? Ich würde den einfach so lange da warten und rumfahren lassen, bis er stirbt. Dann muss ich nie um meinen Platz fahren. Oh, na, dafür sind wir zu langsam. So, das heißt, wir haben alles, oder? B, genau. Sofort zurück zum Unterschlupf, denn wir müssen wieder auf unseren VW wechseln. Markenauswahl. Golfi, Blacklist 15, Nummer 2. Und wieder zwei Sprints, ja, ihr seid ja... Möchte gern Raser hier, das ist ja Wahnsinn. Das Auto will ich haben, das ist schon nicht schlecht. Er ist viel weiter vorne als ich. Voll gemein hier. So, gleich mal davon gezogen.
Ups, jetzt kommt er mit seinem Nos daher. Ja, ja, Bruder Herz. Ey, Digga, was los, Digga? Ey, nix, Digga. Ey, voll krass, Digga, oder? Ja, Digga. Hast du seinem Desu, Digga? Nee, aber ich tu so aus seinem Desu, Digga. Oder so ähnlich, Digga. Das war das Telefon und das war schon diese Scheißecke. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da. Scheiß Ding da einmal anrufen hier. Immer wenn ich aufnehme. Zum Kotzen. So. Jetzt bin ich ganz aus dem Rennfluss. Wenn ich verliere, ist das Telefon schuld. Das kann ich jetzt für immer heraus als Ausrede hernehmen. Ha, you want it. You want it, want it. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir hier zusammenbekommen. Denn ich schätze mal, auf 50 werden wir hier schon kommen. Ich weiß nicht sicher, aber ich meine, die 10 Millionen Kopfgeld, da fährst schon eine Weile hin. Obwohl 50 Folgen ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, oder? Ich müsste mir vielleicht mal das anschauen, wie das bei den anderen Let's Playern ist, die schon mal Most Wanted gespielt haben, wie viele Folgen die zusammen bekommen haben. Oder ich lasse mich einfach überraschen. Sehen wir dann. Da gibt es auch so eine lustige Stelle, da wo ich jetzt gerade drüber gefahren bin, über dieses Dreieck am Boden. Da gibt's, wenn du so eine bestimmte Stelle irgendwie so blöd hinfährst, dann haut's dich voll, also dich überschlägt's voll. Zumindest auf der Xbox ist das so. Es ist nicht schön. You want it, want it. You want it. Ja, eigentlich haben wir das Rennen auch schon gewonnen. 66% schon. Da wäre jetzt beinahe gegen den Rand gefahren. Hier bin ich gegen den Rand gefahren. Naja, nicht ganz 4 Sekunden Vorsprung. Und er schrumpft, so wie es aussieht. Ja. Oh, da sind wir jetzt ganz schön schnell dran. Da könnte es ein bisschen vorteilhaft sein, wenn wir den Speedbreaker benutzen kurz. You won't. Oh oh. Nein. Boah, leck mich, war das knapp. Das ist ein schöner Screenshot hier. Es war ganz schön knapp jetzt, glaube ich noch. Ja. Quasi eine, oder? Ich quasi, ja. 25 Sekunden. Hundertstel. Sekunden wären natürlich viel. 125 Hundertstel. Ah, nicht schlecht. Oh. So, Rennen Nummer Duo. Oder Duo. Ja, ja. Da braucht das North Smile, mein Bruder. Lalala. Na, dann muss er wieder links vorbeifahren. Was bist denn du für ein Umstandsmensch, ja? Total umständlich alles. Speedbreaker. So. Und da los. Und dahin geht's. Dahin geht's jetzt. Und da unten haben wir wieder unsere Super-Ecke. Ich glaube zumindest, dass das die war, aber es schaut ganz danach aus, ja. Und da sind wir schon wieder bei fast 50% des Rennens. Viel zu früh eingeschlagen. Aber das kann man ja mittlerweile zum Glück alles mit Speedbreaker schön beheben. Bei Underground wären wir da voll dagegen gedonnert.